Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Claire. Wir haben das letzte Mal alle Bücher gefunden, wenn ich das richtig identifiziere. Ja, das haben wir. Und wir suchen natürlich jetzt den Weg zurück in die Bibliothek. Das war hier durch diesen... Oh! Okay. Okay. Okay, alles klar. Ja, und diese Figur läuft auch automatisch zu uns. Geil. Und ich hatte das gerade schon mal aufgenommen, so ein bisschen. Und habe ein Problem, weil sich dieses Tab... Oh! Nein, lass mir in Ruhe. Wir sind falsch. Ne, wir sind richtig. Wir sind richtig, Tatsache, wir sind richtig. Na sowas. Das überrascht mich ja jetzt weit mehr als wahrscheinlich alle anderen, dass wir richtig sind. Einmal bis zum kompletten Ende. Dann müssen wir hier vorne... da machen wir nochmal den Schleim weg. Vielleicht finden wir was. Nö. Hier rein. Jetzt einfach hier einmal komplett durch den Gang durch. Ohne so zu tun, als... Nee, Quatsch. Einfach so tun, als ob uns das alles nicht stört. Und jetzt gehen wir zu unserer Bibliothekarin. Und dann haben wir das schon erledigt. Geil. Das ging ja jetzt schnell. Ach, da bin ich ja erleichtert. Da bin ich ja erleichtert. Ich nehme mal den Mauszeiger hier ein bisschen runter. So, oh, danke dir. Ich danke dir sehr dafür, dass du diese Bücher gefunden hast. Nun ist alles in Ordnung. Gern geschehen. Schätzendes Lachen. Weißt du, ich... I'm envious of you? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich bewundere dich oder keine Ahnung. Ho, ho. Okay, sie ist der Weihnachtsmann. Geil. Warum würde ein... wunderschönes junges, eine wunderschöne junge Frau, mich, na, wahrscheinlich bewundern oder irgendwie sowas, hm? Okay, weil du jemanden, weil du etwas gefunden hast, für das du leidenschaftlich bist. Ich habe niemals mich um solche Dinge so gekümmert. Du bist noch sehr jung, du wirst etwas finden. Lass dem Ganzen einfach Zeit. Ich hoffe. Pass gut auf, Claire. Und sie verschwindet. Wie alle anderen Gestalten, denen wir geholfen haben auf unserer kleinen Reise, momentan, mittlerweile. Ja, dann bahnen wir uns doch einfach mal den Weg wieder zurück, würde ich sagen. Das haben wir jetzt gut erledigt. Wo kommt man nochmal hin, wenn man da hingeht? Nicht die geringste Ahnung, aber hier gibt es was zu speichern. Geil. Müssen wir mal Karte gucken. Ach, da sind wir drin. Okay. Alles Klärchen. Das ist so ein... Ah, okay, okay. Ach, da sind wir hergekommen, oder? Gut, wir müssen wieder ganz zurück. Zu dem Ort, an dem uns gerade diese komischen Gestalten die ganze Zeit gejagt hatten. Wobei ich fast vermute, dass diese hier jetzt nicht mehr so nett uns gegenüber sind, oder? Obwohl, doch, sie sind's. Tatsache. Da bin ich jetzt zwar sehr überrascht, aber ich tue mal so, als würde ich mir das nicht anmerken lassen. Oh, ist ja kein Wunder, dass die uns jetzt durchlassen und so. Wir sind ja auch so klasse. Hm. Müssen wir doch jetzt hier rein und dann... Sorry, dass ich so oft gucke. Ich muss einfach sicher gehen, dass wir auch richtig sind. Den Spind können wir nicht öffnen, tatsächlich. Und hier sind ihre Schuhe drin. Wir gehen hier einfach nochmal, einfach weil wir es können, gehen wir nochmal speichern schnell. Okay, wir müssen jetzt in den Gang und dann ganz nach rechts bis zur vorletzten Tür. Vorletzte Tür. Wir müssen dann auch gleich wieder diese ekligen Viecher kommen im nächsten Gang. Okay, das ist hier die vorletzte. Ja. Jetzt müssen wir hier gleich mal auf, nach der ersten Tür gucken, in die wir können. Ach, hier sind nur die Toiletten. In denen waren wir eigentlich schon drin. Hallo? Okay, und wenn ich jetzt weggehe, geht die Tür auf. Falls... Ja. Geil. So. Schön, dass wir das auch gesehen haben. Das haben wir doch letzte Folge schon gemacht, oder? Oder war das in der Aufnahme, die gerade abgeschmiert ist? Guck mal, jetzt haben wir noch eine Batterie gefunden. Wunderschön. Okay. So, na dann, Hundi, komm mal mit.
wir, würde ich sagen, folgen einfach weiter diesem Gang. Was ist denn jetzt? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ach, hier hinzukommen. Das ist unser Ziel, alles klar. Was steht denn da? Don't fall sleep. Ach so, wir sollen nicht schlafen. Ja, stimmt. Es gibt ja auch diese Funktion, dass wir Claire einfach hinsetzen lassen und dass sie dann pennt. Okay, die Geräusche werden immer geiler. Okay, hier kommen wir rein. Müllsack. Müllwühlen ist immer gut. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder die Kacke, nicht schon wieder die Kacke. Nein, 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 nein. Nochmal sterbe ich da nicht. Ich warte jetzt hier, bis E kommt. Ja, ich warte. Da werdet ihr staunen. Ich warte. Mich hier wieder raus. Komm, komm, komm. Es kommt E. Das weiß ich. Komm schon. Wenn dieses Teil da kommt, dann kommt E. Jawohl. Und das verursacht bei unserer Claire Panik, soweit ich das beurteilen konnte. Ach, guck mal, hier ist das ein richtiger Hindernisparcours. Geil. Ich habe eine Notiz gefunden. Juhu. Antisocial. Antisozial. Also in dem Sinne asozial. Diese Frau nicht zu helfen, ist der Start, um zu mir zu finden. Ich kann mich nicht konzentrieren. Nee, starting to get to me. Ach nein, dieser Frau nicht zu helfen fängt an, mich, also zu mir zu gelangen. Also mich zu belasten, glaube ich, in dem Sinne. Ich kann mich nicht konzentrieren. Alles, was ich fühle, ist Schuld. Aber warum muss ich mich muss ich irgendetwas rechtfertigen gegenüber irgendjemandem? Es ist töten oder getötet werden, richtig? Sie war eine von denen, schauspielerte verrückt oder nahmen sich verrückt. Wenn sie nicht so, ja, spastik, wenn sie nicht so gewesen wäre, dann hätte ich ihr geholfen. Sie hat sich selbst dorthin gebracht. Ich bin krank von diesem Ort. Kannst du auch diese versteckten Augen fühlen, die dich aus jedem Blickwinkel und leise urteilend ansehen? Oder beziehungsweise dich beurteilen. Mein Gott. Ach Moment, hier war noch mal, wo wir E drücken können. Sieht so aus, als ob hier jemand gelebt hat. Und wir sind in einem neuen Raum, der wieder sehr, sehr still ist. Ich weiß nicht, was ich mehr mag. Die Räume mit Geräuschkulisse oder die tatsächlich so still sind. Und Claire hat wieder ihren berühmt-berüchtigten Herzschlag. Das braucht nur ein paar Sekunden. Und sie hat die Tür geknackt, jawohl. Warmen Kaffee haben wir gefunden und noch eine Batterie. Ja, das sind sowas wie so eine Bonusräume wahrscheinlich, wenn man vorher genug Dietriche gefunden hat. Aber dass der Hund jetzt bei jedem ein bisschen knurrt, stört mich ein bisschen. Weil man immer denkt, das sind diese Viecher, die uns da anritzen wollen. Okay, diese Tür ist mit Ketten gesichert. Was zur Hölle geht hier vor? Alles ist verrückt verschlossen, verrückterweise verschlossen. Und was zum Teufel sind diese grauen Dinger? Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte nur durch diese Tür kommen. Einige, was, Bolt-Kader? Ach, wahrscheinlich einige Bolzenschneider vom Theaterraum werden das hier machen. Ich bin nicht sicher, wie ich dort durchkommen werde. Alles ist blockiert. Okay, müssen wir jetzt zum Theater? Haben diese Dinger ein Loch in die Wand gebuddelt? Der Knauf ist geschmolzen. Ich kann es nicht öffnen. Ich glaube fast, dieses Loch in der Wand ist eine Einladung, dass wir da durch sollen. Schauen wir mal, ob wir hier rein können. Okay, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Blockiert von der anderen Seite. Sie knackt dieses Schloss. Und wir können wieder einiges einsammeln. Eine Batterie.
Und Happy Sun Extreme. Und dafür müssen wir springen, weil sie ihren Arm nicht hochmachen kann einfach, ne? Ist klar. Und ich glaube, jetzt müssen wir durch dieses Loch in der Wand. Ich sollte nicht so viel einfach so rennen. Ich glaube, diese flackernde Anzeige zeigt ihr... Okay, ich kann wahrscheinlich diese Rohre hochklettern. Okay, wir müssen uns um unsere... Okay, okay. Hier, Süßigkeiten. Komm, alles gut. Alles ist gut. Ja, wir müssen uns auch... Sieht aus wie eine Sackgasse. Also Dead End ist ja eine Sackgasse. Ja, wir müssen uns tatsächlich auch um ihren geistigen Zustand ein wenig kümmern. Das ist natürlich für uns... Aber wir können zum Glück wieder hoch. Puh, Glück gehabt, ne? Hier können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen dieses Rohr einfach mal runterklettern. Warum versuchen sie zu gehen? Nee, wo versuchen sie hinzugehen? So. Boah. Licht, das muss der Weg nach draußen sein. Ah, diese Viecher sind echt ekelhaft. Das scheinen wirklich diese Schatten der Vergangenheit oder sowas zu sein. Ah, guck mal, das hier... Ich glaube, diese Musik, hier dieser Fernseher und so, ich ordne mal ein bisschen kurz unser Inventar. Das ist wirklich dazu da, dieser Fernseher, um uns unsere geistige Verfassung wiederzugeben. Okay, hier sollte ein Bolzenschneider drin sein. Oh Gott, Schaufensterpuppen, ich hasse Schaufensterpuppen. Dort ist ein kleiner blauer Bär in den Schrank gewachsen. Drei Töne. Dim, dim, dim. Ja, warte. Nee. Schwierig. Warte mal, wenn man von der Seite kommt, kriegt man noch eine Taste? Warte mal. Dim, 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 dim. Warte mal. Dim. 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 Nee, Moment. Nee, nee, nee. Mhm. Nee, warte, warte, warte. Dim. 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 Boah, wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung. Wir wechseln mal wieder zum Feuerzeug. Also ich glaube, es hat eine Bewandtnis, dass plötzlich der Ton sich hier ändert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hey, die Gummibären. Jo. Ja, ich glaube fast, dass man die Melodie so ein bisschen nachspielen muss. Aber
Boah, das ist echt schwierig. Nee, ich will das, was hier außen kommt. Ich verstehe auch nicht, wieso sich dann die Tonart ändert. Was? Moment. Ja! Yes! Jawoll! Jawoll! Okay, alles klar. Ich gehe dann mal. Tschüssi. Wieso können wir den Kühlschrank durch die Gegend schieben? Boah, Leute. Leute von heute. Hammer. Hammer. Okay, schnell wieder zurück. Wir müssen einfach schnell wieder zurück. Bevor die Monster sich uns greifen. In dem Sinne. So, hier müssen wir einfach die Rohre wieder hoch. Und jetzt ganz nach rechts. Die Rohre bringen uns nichts. Wir müssen hier ganz nach außen. Und dann wieder durch das Loch, glaube ich, durch. Während Claires Gesundheit... Also die geistige Gesundheit. Oh mein Gott, ich muss schnell was tun. Happy Sun Cola? Nein, Horrified nicht. Health and Panic. Restores all health and panic. Oh mein Gott. Okay. Wir müssen uns ein bisschen um ihre Gesundheit ja kümmern. Leider. Wo war denn jetzt die goldene geile Tür? Hier! 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 Ja! 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 Kein Ausgang hier. Figuren. Niemand würde hierher freiwillig kommen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann mich nicht an diese Geräusche erinnern. An die Akustik an diesem Ort erinnern. Ich erinnere mich nicht, dass die Akustik an diesem Ort immer so muffelt. Vielleicht so dumpf war. Nee, das so still war. So, ne? Wenn sie ihr eigenes Herz schlagen hört, was sie gerade sagt. Der Hund bellt. Ich habe das niemandem erzählt, aber der Grund, warum ich versucht hatte, warum ich es ausprobiert habe, war, weil der Schuldirektor mich dazu gebracht hat. Nee, sie, also die Schuldirektorin, sie sagte, ich muss mehr sozial, ich muss sozialer sein und dass Teilnehmen an einem Theater Schauspiel an der Schule ein guter Weg wäre, um Freunde zu machen. Okay, und sie hat gesagt, sie würde ein paar Beziehungen sozusagen spielen lassen, also ein paar Fäden ziehen, damit Claire etwas, einen Spot garantiert wurde, also eine Rolle, nehme ich mal an, Spot heißt eigentlich nicht Rolle, aber ist ja auch egal. Aber sie hat nie einen bekommen. Ich muss wirklich schlecht gewesen sein. Okay. Hey, guck dir das Poster an, Annie. Abschlussball. In der Turnhalle. Wenn du etwas tust... you might as well go all out. You might as well... When you're going to do something, you might as well go all out. Wenn du schon etwas machst, geh doch aus. Oder wie soll das heißen? Naja. Ich würde niemals zum Tanzen gehen. Mensch, da hast du aber was verpasst, Claire. Wenn du nicht tanzen gehst, wo soll man denn mal richtig die Sau rauslassen? Schuld. Wie bin ich hergekommen? Ich habe Baseball gespielt auf diesem Feld für sieben Jahre lang. Ich hörte auf zu spielen vor einer langen Zeit. Alles war... Worn down heißt doch so runtergekommen, ne? Und neglect... Keine Ahnung, was das heißt. Okay, hier können wir nicht weiter. Hat das Auge vom Bergrad geblinkt? Voice Claire! Eine Erinnerung. Ach du Scheiße. Es ist so dunkel hier. Okay. Es ist so dunkel da.
Ein Zirkus. What the fuck? Sommertanz. Schau, Papa, ein Karnevaltanz. Oh ja? 7 Uhr, das ist heute Abend. Claire, der Tanz ist nächstes Wochenende. Was meinst du? Heute ist kein Tanz. Los, lass uns wiederkommen. Na gut, dann lass uns wiederkommen am nächsten Wochenende. Claire, wir können nächstes Wochenende nicht zurückkommen. Warum nicht? Ich habe ein Arbeitsding. An einem Wochenende? Nun, ich... frag deine Mutter, ob sie mit dir geht. Aber ich will mit dir tanzen. Ich weiß, Süße, es tut mir leid. Sniffel heißt... Claire, ich sag dir was. Nächstes Jahr werden wir zurückkommen, nur für diesen Tanz. Nächstes Jahr, das ist so lange, also pretty much forever heißt so viel, das ist so viel wie für immer. Es dauert. Sie meint damit, dass es lange dauert. Ich weiß, aber das ist das Beste, was ich tun kann. Versprichst du es? Natürlich. Und jetzt ist sie größer. Gerade haben wir die kleine Claire gesehen. Kleiner Junge, das ist großartig. Whee! Sagt ein kleines Mädchen dazu. Mein Haar sieht so großartig aus. Ach du Scheiße. Okay, und jetzt sehen wir, wie halt Claire... Oh, komm schon, Baby. Gib mir einen Kuss. Vielleicht nach diesem irgendwas... Oh, ich brauche einen weiteren Hotdog. Die Diät startet morgen. Okay, unsere Claire entdeckt hier also... Oh Gott. Los, lass uns die Elements sehen. Was? Haben die überhaupt hier Elefantenliebling? Oh Gott. Irgendwer wollte ja die Elefanten sehen. Aber eigentlich die Elemente. Keine Ahnung. Nicht einmal dicht dran. Jawohl, wir haben gewonnen. Komm, wir gewinnen doch. Mann, verarsche. Gott, ich glaube, wir verlaufen uns gerade total. Aber da war gerade noch so ein komischer Automat, bei dem wir gerade waren. Ah, hier ist wieder der Summer Dance. Es tut mir leid, Ma'am. Möchten Sie ein Ticket kaufen für den Tanz? Was? Oh, nein. Sind Sie sicher? Sie stehen jetzt schon eine ganze Weile dort. Sie sind eingeladen, reinzukommen und Spaß zu haben. Ich war bloß in meinen Gedanken verloren. Es tut mir leid. Es ist immer das Gleiche. Ich gucke bloß von außen zu. Okay, aber wenn Sie sich umentscheiden, lassen Sie es mich wissen. Danke. Ich weiß nicht, warum ich mich selber davon überzeugt habe, dass er... Nee, warum ich selber gedacht habe, dass er hier auftaucht. Wenn er sich wirklich sorgen würde, wäre er vor einer langen Zeit zurückgekommen. So. Er hat sich nie gesorgt. Rausgehen und... Na, get hammered, wahrscheinlich so viel wie besoffen sein oder so, ne? Mit seinen Kumpels war immer oberste Priorität. Wenigstens habe ich nicht mehr mit Lügen und gebrochenen Versprechen zu kämpfen. Aber ich wünschte, ich tue mir das selber an jedes Jahr. Ich bin so dumm. Long sigh. Ein langer Seufzer. Gott, was würde ich sagen, wenn er auftauchen würde? Oh, hey Dad, bist du bereit für den Tanz? Er würde wahrscheinlich einen dummen Witz machen. Sorry, ich bin ein bisschen zu spät. Ich hoffe, du hast deine Tanzschuhe mitgebracht. Und dann würde alles perfekt sein. Wir würden uns so benehmen, als wäre meine Kindheit nicht ruiniert. Ich möchte ihn greifen und schütteln. Warum hast du mich verlassen? Did you leave me to take care of Mom? Warum hast du mich zurückgelassen, um mich um Mutti zu kümmern? Ich hasse diesen dummen Ort. Ich hasse Tanzen. Hast du irgendwas gesagt? Nein.
Take it easy. Take it easy is take it easy. See you next year. Ich sehe dich nächstes Jahr. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Yeah. Und damit ist unsere Erinnerung zurück. Und hier sind ein paar gruselige Statuen. Okay. Alle Türseiten sind kaputt. Wir kommen da nicht durch. Hier dürften wir eigentlich... Ja, hier dürfen wir auch nicht durchkommen. Hier sind hübsche Gesichter an die Wand gemalt. Keine Ahnung. Aber wir haben das Auditorium erfolgreich durchquert und sind jetzt in einem neuen Part unserer Schule. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube mal, die Tür wird zu sein. Ja, sonst wäre hier dieser Schacht nicht. Komm, jumpscare me. Nein. Warum nicht? Ich will mich erschrecken. Komm, Spiel. Mach. Gib alles. Mach mich fertig. Oh, ein Schmetterling. Jawohl, wir haben noch ein Schmetterling gefunden. Oh. Boah! Okay, das war dann doch ganz gut. Ich finde es schade, dass wenn man... Oder muss ich dafür auf I drücken? Moment, wir machen nochmal so. I? Achso, auf I kommt man tatsächlich dann zurück. Guck mal, wir haben schon 5 Schmetterlinge, obwohl ich gar keine Ahnung habe, was die uns bringen, außer einer Errungenschaft. Aber na gut. Nein, hier sind wir hergekommen. Ich würde aber doch jetzt gerne das Mädchenklo noch untersuchen. Oh, okay, renne, 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 renne. Hier ist nix. Supi. Komm, einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Ach, die ist doch gar nicht da, diese kleine Krabbe da oder was das sein soll. Nö. Und fair ist fair, jawohl. Guck mal, hier können wir doch mal Alarm auslösen. Mal sehen, was passiert. Ach, hier ist was zum Verstecken. Sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wir müssen den Part hier beenden. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.